Ich bin Eva Schmidt, ich bin Executive Product Director bei der Gameforge und bin momentan für Terra zuständig. Ja, Terra geht free to play. Anfang 2013 ist es soweit. Das heißt, Terra wird für jeden frei zugänglich sein und jeder, der möchte, kann dann die fantastische Welt von Aborea genießen und einfach losspielen. Wir haben uns dazu entschieden, die Abo-Barriere abzuschaffen, einfach aus dem Grund, weil wir es noch mehr Spielern die Möglichkeit geben wollten, ein echtes Premium-MMO zu genießen. Also wir sind sehr große Fans von dem Spiel, genauso wie unsere Spieler in Europa, und das Spiel wird auch noch permanent weiterentwickelt. Und es ist einfach so, dass die Welt davon lebt, dass es eine Masse aus Spielern gibt. Das heißt, Politiksystem oder PvP machen einfach viel, viel mehr Spaß, wenn man echte Gegner hat. Die Spielinhalte werden nicht eingeschränkt. Das war uns mit das Wichtigste, als wir über den Schritt nachgedacht haben, Free-to-Play zu gehen. Diejenigen Spieler, die jetzt frisch anfangen, Terra zu spielen, werden denselben Content haben wie diejenigen, die momentan schon spielen. Natürlich ist es aber so, dass die Spieler, die in der Vergangenheit schon Terra gekauft und gespielt haben, dass die gewisse Vorteile haben, weil sie uns einfach treu geblieben sind. Also wir haben zum einen die Veteranenspieler, das sind all diejenigen Spieler, die in der Vergangenheit schon die Box gekauft haben, aber momentan kein gültiges Abo mehr besitzen. Diejenigen können einfach ihren liebgewonnenen Charakter wieder aktivieren, müssen sie sich auch nicht freischalten lassen oder wieder bei Null anfangen, sondern einfach an der Stelle weiterspielen, auch Free-to-Play selbstverständlich. Und diejenigen werden auch kleinere Komfortvorteile haben gegenüber denjenigen, die jetzt frisch anfangen zu spielen. Dann haben wir noch Spieler, die momentan ein laufendes Abo haben. Die bekommen einen ganz exklusiven Status. Und dieser Status wird so lange aufrechterhalten, wie ihr Abo auch läuft. Das heißt, sie haben zum Beispiel einen 50-prozentigen schnelleren Cooldown in Instanzen oder EXP-Boost-Items. Und sie bekommen noch ein episches Mount und noch ganz viele tolle Sachen mehr. Grundsätzlich hat jeder Spieler die Möglichkeit, diesen exklusiven Status zu bekommen, einfach monatlich ein Abo wieder abschließen und dann ist jeder dabei. Also unser großer Vorteil ist, dass wir Terra ja schon seit einigen Monaten online haben. Das heißt, wir haben Feedback aus der Community und so war es uns auch gut möglich, ein ausgewogenes Free-to-Play-Modell online zu bringen. Das heißt, wir werden mit ca. 40 Items im Item-Shop starten. Da sind Items dabei, die es momentan auch schon in Shops gegen Gold zu holen gibt oder auch als Beute in den Dungeons. Wir haben zum einen wundervolle Kostüme, die keinerlei Effekt auf die Stats haben, sondern einfach nur gut aussehen. Dann haben wir Komfort-Items, wie zum Beispiel die Teleporter-Scroll oder man kann sie Shops herbeirufen. Auch diese Items greifen nicht auf das Balancing im Spiel ein, sondern machen das Spiel an der einen oder anderen Stelle einfach komfortabler. Terra wird nach wie vor weiterentwickelt, auch mit dem Schritt zu Free-to-Play. Kommen zum Beispiel neue Instanzen ins Spiel, eine 3-on-3-Arena kommt ins Spiel, es wird am Politiksystem gearbeitet. Das heißt, wir gehen mit Terra keinen Schritt zurück, sondern einen ganz großen Schritt nach vorne. Es war jetzt einfach Zeit für eine Veränderung. Free-to-Play kommt bald, also sei dabei, spiel mit und es kostet ja auch nichts.